Ja, so kann es aussehen, wenn du Zoom-Transitions in deinen Videos nutzt. Und wie das in DaVinci Resolve geht, zeige ich dir heute. Halt, bevor du dich jetzt einfach nur von diesem Intro-Clip berieseln lässt, schau ihn dir genau an, denn der, der mich in diesem Video erkennt, bekommt mein altes Gimbal geschenkt. Dazu musst du mir einfach nur ein Foto von dem Clip, in dem ich zu sehen bin, per Instagram schicken. Und dann rede ich mit dir und dann bekommst du das Gimbal geschenkt. Aber jetzt erstmal Clip ab. Das Wichtigste für sowas zu Musik zu schneiden ist natürlich den Schnitt on the beat zu haben, dass der genau auf Beat ist. Etwas, was dir dazu hilft, ist ein Tutorial, was ich dir hier oben mal verlinke, was ich auch schon mal gemacht habe. Und vor allen Dingen kannst du unter Playback Slow Playback aktivieren. Und das habe ich mir hier auf meine Taste H gelegt und dann spielt er es einfach auf halbe Geschwindigkeit ab. Damit du einfach sehen kannst und hören kannst, wo genau ist der Beat. So, aber auf zur Zoom Transition. Um eine Zoom Transition zwischen diesem und dem nächsten Clip zu erstellen, suchen wir uns zuerst einmal einen Adjustment Clip und ziehen den hier drauf. Den trimmen wir dann so lang, wie wir ihn haben wollen. Ich möchte ihn auf 8 haben. Und damit habe ich genau 4 Frames am Anfang und 4 Frames am Ende. Und jetzt gehe ich hier unten in Fusion rein. Und was wir jetzt zuerst machen, ist mit Shift und Space suchen wir uns eine Transform Node und ziehen die hier drauf und verbinden die mit unserem Media Out. So, in der Transform ist ähnlich wie in anderen Schnittprogrammen, kannst du hier quasi die Position verändern und natürlich auch die Größe, was dann unser Zoom-Effekt sein wird. So, und jetzt muss ich nur noch Keyframes setzen. Das heißt, ich setze hier ein Keyframe ganz am Anfang, dann einen Keyframe auf dem letzten Frame des ersten Clips, hier nochmal. Und dann auf dem nächsten Frame gleich nochmal ein Keyframe für beide und dann nochmal auf der letzten Position nochmal ein Keyframe. Jetzt müssen wir nur noch den Effekt herstellen. Das heißt, auf dem letzten Frame zoomen wir jetzt hier rein. Ungefähr 2. Kannst ja aussuchen, was du haben willst. Ich gehe hier mit 2, also einen doppelten Zoom. Und dann muss ich auf dem hier muss ich rauszoomen, weil ich möchte ja keine Resolution verlieren. Also zoome ich rein. Ungefähr um 70%. Und du siehst schon, hier haben wir ein Problem, nämlich dass wir schwarze oder durchsichtige Kanten haben. Und das können wir beheben, indem wir hier unter Edges auf Mirror gehen. Und damit haben wir quasi das Ganze gefüllt. Und jetzt gehen wir zum letzten Frame und der ist wieder auf 1, genau. Bis jetzt sieht unsere Zoom Transition noch nicht, also es ist schon eine Zoom Transition, aber sie sieht noch nicht smooth aus, sie sieht noch nicht cool aus. Und was wir dazu brauchen, ist hier hinten in dem Einstellungstab brauchen wir auf jeden Fall Motion Blur und dadurch sieht das Ganze schon etwas natürlicher aus, aber es sieht noch unglaubwürdig oder unsmooth aus und das machen wir jetzt, indem wir die Splines animieren. Ich klicke hier oben auf Splines und schon habe ich mein Spline Tool. Markiere mir alle meine Sachen und lass mir jetzt nur die Size anzeigen. So, markiere mir alle Keyframes, die wir hier haben und kann mit Shift S alle erstmal ein bisschen ausmoven. Aber es ist noch nicht so, wie wir es haben wollen. Wir wollen ja, dass das zuerst langsam startet, hier sehr schnell wird und hier wieder relativ schnell endet. Und dazu müssen wir die Splines so ziehen. So passiert quasi diese Bewegung sehr schnell. Und dann haben wir schon unsere Zoom Transition und die sieht dann so aus. Du kannst es dir noch überlegen, ob du es langsamer haben willst, aber ich möchte es in diesem Fall schnell haben. So, damit haben wir unsere Transition und mit Alt gedrückt kann ich die jetzt einfach
duplizieren und das für alle machen. So, und jetzt kommen wir an einem Punkt im Bild ab, wo die Clip-Abstände kleiner werden. Und jetzt muss ich die Transition schon auf den zweiten Layer legen, damit sie auch klappt. Oh, und apropos klappen, diese Transition funktioniert am besten, wenn du unterschiedliche Shots mit unterschiedlichen Millimeterangaben hast. Am besten von einem Weitwinkel in ein Teleobjektiv hinein. Also bei der Zoom-In-Transition. Bei der Zoom-Out-Transition hingegen solltest du am besten von einer höheren Millimeteranzahl wie dieses 200mm-Objektiv auf ein weitwinkliges Millimeter-Objektiv, wie zum Beispiel das 17mm hier, umswitchen. Andersrum wirkt es halt nicht wirklich wie ein richtiger Zoom. Diese Transition willst du dir doch sicherlich auch noch speichern oder als Preset in jedem Projekt verfügbar haben. Und als letztes möchtest du dir ja nicht die Arbeit machen, das Ganze immer wieder und nochmal zu tun. Deswegen markierst du dir einen Adjustment Clip und gehst in deine Power Bins. Ich habe hier einen Ordner Transitions und ziehst den da rein. Und dann speichert es das ganze Ding als Adjustment Clip und wir können einfach mit F2 gedrückt umbenennen in etwas Sinnvolles wie Zoom in Trans. So. Und damit haben wir eine Zoom-Transition, die wir immer einfach irgendwo hinziehen können und parat da haben. Und falls du die Powerbins nicht siehst, dann solltest du dir auf jeden Fall mal das Video angucken, was ich dir jetzt gleich verlinke. Da siehst du, wie du schneller und besser in DaVinci Resolve arbeiten kannst. So, und jetzt fehlt bloß noch diese andere Zoom-Transition oder Zoom-Abfolge von Clips mit ganz vielen Clips hintereinander, die man zum Beispiel bei Big Bang Theory sehen konnte. Und genau darin habe ich auch mich versteckt, falls du das Gimbal gewinnen willst. Hier noch ein weiterer Tipp. So, und wie das geht, zeige ich dir jetzt. So, und wenn wir jetzt diese ganzen kleinen Schnipsel in eine Zoom-Bewegung verwandeln wollen, dann müssen wir sie alle markieren und Dynamic Zoom aktivieren. Und das machen wir jetzt. Auf geht's. Ich markiere mir alles und aktiviere Dynamic Zoom. Und klicken auf Swap. Weil Dynamic Zoom ist standardgemäß in DaVinci Resolve ein Zoom-Out am Anfang. Und so, damit haben die schon mal eine Bewegung. Aber es sieht noch nicht so aus, als würde man wirklich zoomen, weil hier fehlt die Motion Blur. Und dazu nehmen wir uns einen weiteren Adjustment Layer, legen den über alle und dann suchen wir uns hier unter Open Effects den Zoom Blur raus. Mit dem Adjustment Clip, auf dem unserer Zoom Blur liegt, können wir jetzt quasi sagen, okay, wie stark wollen wir es blurry haben. Je stärker man ihn aufträgt, umso stärker wirkt der Zoom, aber umso weniger sieht man natürlich auch vom Bild. Deswegen würde ich ihn ziemlich klein halten, so bei so ungefähr hier. Und dann sieht das Ganze so aus. So, das war es soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Auf bald, euer Videostudio.